So, moin Leute, ihr habt lange drauf gewartet, aber die Project Ops sind da und ich bin natürlich auch da, um die aufzumachen. Ne? Wir haben uns 11 Stück gegönnt und schauen mal, was drin ist. Äußerlich sehen sie wieder super aus. An Animationen müssen wir leider wieder, dürfen wir nicht dran denken. Riot hat leider keinen Animateur, der die Orbs irgendwie cool aufmachen kann. Dementsprechend drücken wir einfach Open. Ne? Superb Villain Vega ist unser erster Loot. Ist ein akzeptabler Start, würde ich sagen. Machen wir direkt weiter. Jace Brighthammer. Kann denn irgendwas Besonderes in den Kisten drin sein? Ja, man kann einen Project Jackpot bekommen. Darauf sehen wir natürlich wieder ab. Gemstone Mythic permanent sogar. Höhere Droprate, was Gemstones Mythic Skins angeht. Also da können wir uns hoffentlich wieder auf ein paar geile Sachen freuen, nicht wahr? Ja gut, da haben wir jetzt aber lange drauf gewartet, ne? Es wurde auch langsam Zeit, 3 Kisten, da kann auch langsam mal der Jackpot kommen, sehr schön. Zack, und noch ein Fnatic Jarvan hinterher, da sage ich nicht nein zu. Es tut mir auch immer leid an die ganzen Leute, die schreiben, ich habe 50 Kisten aufgemacht und keine Jackpots bekommen. Kann halt nicht jeder so gut im Opening sein wie ich, ne? Das ist ja auch jahrelang wirklich antrainiert, übt einfach weiter und irgendwann werden die Jackpots kommen. Da haben wir direkt den nächsten Jackpot, God King Darius, ne? Der Legendary Skin, lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich finde generell die God King Skins, God King Garen ist quasi der Garen Skin, also mit einem anderen Skin kann man Garen eigentlich gar nicht mehr spielen. Ist ja jetzt langsam auch wieder Meta, ne? Erst G2, jetzt Fnatic, also man kann sich langsam darauf freuen, dass Garen in jedem Spiel vertreten sein wird, ne? Machen wir weiter. DJ Sona, so, machen wir weiter. Okay, okay, Riot, beruhigt euch. Aber beschweren tun wir uns eher weniger. So, nächste Kiste geht auf. Barbecue Leona, ja gut, da haben wir endlich mal was zum Rerollen, sehr schön. Dankeschön dafür, machen wir weiter, zack. Also es regnet heute Legendaries, ne? Kann man nichts gegen sagen, würde ich sagen, ne? So, zack, Kommando Galio und eine Gemstone, Nummer 11, Nummer 12 sogar. Ich wurde ja ziemlich hart weggeflammt, dass ich mir den Shogat gegönnt habe. Ich weiß, den konnte man mal in der Vergangenheit mit Riot Points kaufen. Ich war faul, hab das versäumt. Tut mir leid, ne? Aber wer die Gemstones hat, der kann sie halt auch ausgeben, ne? Manchmal muss man sich auch einfach gönnen. So, wir gönnen uns jetzt hier auf jeden Fall die nächste Kiste. Cutthroat Graves, das ist doch sogar der Graveskin, der bei TFT benutzt wird, oder? Damit er wie ein Pirat aussieht. So, nehmen wir auf jeden Fall gerne an. Und der letzte Orb. Jetzt noch so einen zweiten Jackpot hätte ich persönlich nichts dagegen, muss ich sagen. Ne, right? Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, Varian Kingdoms sind ja die... Da sagen wir jetzt auch nicht nein zu, ne? Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 12 Skins. Aber bevor wir in den Reroll gehen, machen wir natürlich noch den Jackpot auf. Was kann da drin sein? 3 random Skin Shards of the same tier. Also es ist sogar eine Chance, dass ich 3 Legendaries kriege. Legendaries hatten wir heute noch nicht so viel. Das heißt, würde ich mich natürlich massiv drüber freuen. Okay, wir kriegen nur Fnatic Katus, Fnatic Jarvan und Worldbreaker Nasus. Und noch ein bisschen Essenzen. Gut, da meckern wir auf jeden Fall auch nicht. Haben wir noch einen Reroll mehr, ne? Sehr schön. So, wen haben wir denn hier noch nicht? Activatable. Wir haben alle. Gut, das macht natürlich das Reroll ein bisschen einfacher. Wir knallen als erstes direkt erstmal so einen schönen Legendary Reroll machen wir, ne? Galaxy, Slayer Zed rein, God King Darius rein und Hainun Lucian rein. Also, so einen teuren Reroll hatten wir echt lange nicht mehr. Tut mir leid an alle Leute, die Skins gerne haben wollen, ne? Ich bin ja immer noch dafür, dass es so einen Marktplatz gibt, wie bei Counter-Strike, dass man sich die Skins untereinander traden kann, ne? Den würde ich euch, ich würde die euch alle schenken, wenn ich könnte, ja? Ich bin ja ein selbstloser Mensch. Geht leider nicht, ne? Tut mir ja leid. So. Zack, dafür kommt jetzt hier aber hoffentlich was Fantastisches raus, ne? Also, ja gut. Aber wenn man 3 Legendaries rerollt, dann kann man eigentlich auch nur enttäuscht sein, ne? Also, ja, ist schwierig. Müssen wir mit leben, müssen wir akzeptieren. Und weitermachen. Man muss nach vorne blicken, ne? Das Leben geht weiter. In der Vergangenheit sollte man nicht stecken bleiben. Machen wir weiter. Noch eine Hexig-Chest, noch ein Key und Pyjama Guardian Lulu. Die Pyjama-Skins finde ich ziemlich cool. Lulu hat eigentlich nur geile Skins, ne? Also, da macht man auf jeden Fall auch nichts verkehrt mit. So, dann machen wir noch den, den und... Wir haben sogar 2-mal Fnatic Jarvan. Haben wir beide... Die haben wir gerade beide gekriegt, ne? 2-mal den gleichen Skin zu bekommen, ist auf jeden Fall auch erstmal eine Leistung. So, eine Leistung ist jetzt hoffentlich auch dieser Reroll hier. Come on, come on! Battle Professor Graves. Der ist auch nice, oder? Ich glaube, ich habe den noch gar nicht in-game gesehen, aber die Battle Academy Skins, die sind alle auf jeden Fall ziemlich zucker. Von mir aus könnte auch das ganze League of Legends Universum nur aus Battle Academy Champions und Skins bestehen. So, ich glaube, dann wäre die Kluft ein kleines bisschen bunter, nicht wahr? Dankeschön auf jeden Fall dafür. So, dann knallen wir jetzt hier den Spaß noch raus und Chabam! Guten Tag. Battle Principal Yumi. Ja, Yumi hat nur einen Skin, oder? Ist das der einzige Yumi-Skin? Ich denke mal, so häufig wie Yumi aktuell gespielt wird, ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis
Was könnte man? Project Yumi? Oder irgend so ein Skin, der eigentlich gar nicht zu Yumi passt. So ein richtig düsterer Skin, so Pentakill Yumi oder so. Das wäre doch mal was. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches Genre von Skins ihr euch für Yumi wünschen würdest. So ein Hextech-Yumi wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ja, ich will meine Gemstones einfach nur loswerden. Wer schreibt mir jetzt hier schon wieder, ha? Gamescom-Hype. Ja, Gamescom-Hype, richtig. Nächste Woche ist nämlich Gamescom. Ich hoffe, ich sehe euch da alle, ne? Also, ihr kleinen Schlingel, wenn nicht, dann guckt wenigstens meine Videos, ne? Also, bevor wir jetzt den letzten Reroll machen, gönnen wir uns auf jeden Fall nochmal die Kiste, die uns da gerade geschenkt wurde. Zack. Ja. Aha. Ja. Wir nähern uns der Cosmic Queen Ash, ne? Es ist schon mal ein Ash-Skin, aber ich will diese Cosmic Queen haben. Oh, Mann, oh. Sie wird irgendwann kommen, ne? Irgendwann. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn es der allerletzte Skin ist, den ich bekomme, ich werde ihn kriegen. Wir machen jetzt hier nochmal den Key. Das heißt, wir haben noch eine Kiste. Großartig. Sehr schön. Zack. Hier. Toll. Lecker. Battle Regalia. Was ist Regalia für ein Wort? Wird das so ausgesprochen? Heißt, wir haben jetzt 5 Skins. Kriegen wir irgendwo noch einen 6. Skin? Ich will irgendwie noch einen 2. Reroll mir ergaunern. Ah, das sieht schwierig aus, ne? Doch, wir begehen mal wieder die Todsünde, ne? Ich werde mir jetzt hier noch eine Hextech-Kiste aus dem Gemstone gönnen. Einfach nur, weil ich für die 2 Rerolls gehen will. Ja, ich will ja Content für euch liefern. Ich weiß, das tut jetzt wieder weh, aber ihr müsst ans große Ganze denken. Wollt ihr einen Reroll haben oder wollt ihr 2 Rerolls haben? Ist, glaube ich, eine ganz klare Antwort. Dementsprechend kommt zu Papa. Ja, sehr schön. Key hinterher. Zack. Und hier, jetzt gib mir kein Emote. Dann raste ich aus. Oh, noch ein Legendary. Gut. Aber ein Yasuo-Rerollen, das macht mich auch ein bisschen glücklich, ne? Also, dann wird das jetzt hier nochmal ein ordentlich teurer Reroll. So, come on. Cosmic Queen Ash. Was ist denn ansonsten noch ein geiler Skin, den ich noch nicht habe, den ich noch möchte? Ich habe halt meine Augen nur auf Cosmic Queen Ash, ne? Ich weiß gar nicht so. Vielleicht noch einer von den neuen Project Skins. Da hätte ich auf jeden Fall auch nichts dagegen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Noch eine Kiste. Aha, aha. Odyssey. Ja, wir nähern uns der Project Jinx. Das ist aber leider auch der falsche Jinx-Skin. Na gut. Aber immerhin noch eine Kiste, ne? Also es zieht sich wieder. Sehr schön. Unser Abend wird auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Ihr seid mich noch nicht los. Zack. Ja, darauf haben wir doch gewartet. Den Champion Shard. Ich wollte schon sagen, Alter. 3 Kisten aufmachen und kein Champion Shard. Da wäre aber irgendwas im System kaputt. Heute haben wir eine wirklich gute Ausbeute. Das heißt, jetzt hier der letzte Reroll, okay? Nochmal kurz beten an die Kistengötter. Oh, heiliger Kistengott. Bitte, gib mir Cosmic Queen Ash. Come on. Come on. Ah. Hm. Wobei ich glaube, der ist... Ist der nice? Ich glaube, der ist nice. Ah, wir sagen jetzt einfach mal, der ist nice, ne? Fürs Gewissen. Dankeschön dafür. So, da sind wir wieder durch für heute. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben noch... Oh, Project Token gibt es auch wieder. Natürlich gibt es wieder Tokens. Ah, weiß ich nicht. Soll ich mir den Jinx-Chroma oder den Lucian-Chroma gönnen? Wir müssen uns eh noch gedulden. Ein Project-Opening brauchen wir noch. Dann haben wir einen von den Chromas. Aber gut, insgesamt die Bilanz, ich glaube, die kann sich sehen lassen. Wir haben heute 6 Skins abgesahnt. Ich glaube, so das Highlight ist Pyjama Lulu und Battle Professor Graves. Odyssey Jinx ist halt auch nicht schlecht, ne? Aber Jinx hat auf jeden Fall geilere Skins. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall weiter auf den Cosmic Queen Ash Skin warten. Irgendwann, meine Freunde, ja? Irgendwann. Vielleicht zu Weihnachten, ne? Da kann Riot mir ja auch mal gönnen. Mir wird ja sonst nichts gegönnt, ne? Aber von euch vielleicht ein Like, ein Subscribe, ein Kommentar, ein Twitch-Sub. Das kann man sich noch gönnen. Und ein bisschen Elo, falls ihr im Gegnerteam seid, okay? Dankeschön. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.